Hi Leute, ich bin Jadix und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz schnell mit Hilfe eines Lavasees und ein paar kleinen Items ein Portal gießen könnt. Zuerst braucht ihr irgendwelche Blöcke. Ich kann jetzt einfach mal Stein nehmen. Wahrscheinlich werdet ihr beim Speedrun Leaves haben, weil die halt einfach schnell gehen abzubauen. Dann braucht ihr Wasser. Und dann braucht ihr noch Flint and Steel. Und das sind die Items, die eigentlich am wichtigsten sind, um das Portal zu gießen. Damit es etwas schneller geht, würde ich euch jetzt noch bestimmte Tools raten. Beim Speedrun werdet ihr wahrscheinlich eine Steinschaufel und einen Steinpicker haben. Und wahrscheinlich noch Scheren. Ja. Jetzt hier werde ich einfach mal eine Diapicke und eine Diaschaufel nehmen. So. Und das ist im Prinzip alles, was ihr braucht, um ein Portal schnell zu gießen. Ich werde es euch jetzt einfach mal im Survival-Modus zeigen. Und zwar braucht ihr einen Lavasee und mindestens 4 Blöcke Platz. Also, wenn die nicht da sind, schafft ihr die euch halt, indem ihr es halt einfach abbaut. Und die sollten halt auf der gleichen Ebene wie die Lava sein. Jetzt fangt ihr an, einen Block weiter weg von der Ecke zu sneaken und einen Block zu setzen. Setzt dann neben ein Wasser einmal und baut diesen Block ab. Dann nehmt ihr das Wasser wieder mit, baut euch 3 Blöcke hoch, geht einen Block nach vorne, setzt hier 2 Blöcke und setzt das Wasser hier dran. Jetzt könnt ihr eigentlich nur noch das, die Lava einfüllen. Die wird sofort zu Obsidian wegen dem fließenden Wasser. Hier oben dran. Dann müsst ihr hier unten abbauen. Eine Schaufel oder eine Diamantpicke ist halt sehr effektiv. Je nachdem, welcher Block da halt ist, weil die halt schnell sind. Und dann nehmt ihr das Wasser wieder mit. Wartet, bis alles weg ist. Und zündet euer Portal an. Ich werde es jetzt allerdings nochmal ganz schnell machen. Zack. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das Wasser hier wegzunehmen, schnell hier hinzusetzen und die beiden Blöcke abzubauen. Spart euch ein bisschen Zeit, dann müsst ihr aber sehr schnell sein. Ich versuche es jetzt aber mal. Ja, das habe ich schon verkackt. Ich versuch's nochmal. Nein! Seht ihr, ich war ein bisschen zu langsam und deswegen wurde dieser Block nicht mehr zu optimieren. Also es ist risky, allerdings spart euch auch wieder 3 Sekunden, weil ihr halt nicht warten müsst, bis das Wasser abgeflossen ist. Ich mach's jetzt noch einmal mit den Speedrun-Items, damit ihr seht, warum ich jetzt die Items hier genommen habe und warum ich eigentlich nicht empfehlen würde, mit Oak Leaves das Ganze zu machen. Und zwar setzt ihr wieder hier was, da baut es mit der Schere ab, nehmt es mit, 1, 2, 3, hoch, nach da, setzt hier das Wasser, füllt die Lava ein und baut hier unten ab. Setzt wieder Lava ein, nehmt das Wasser und zündet, wenn das Wasser abgelaufen ist, an. Warum keine Oak Leaves? Erstens liegt es halt einfach daran, wenn diese Blöcke hier weg sind, wird das Wasser weiterlaufen und die Lava euch löschen. Lava ist dafür bekannt, Blöcke in der Nähe anzuzünden, gerade wenn die Difficulty sehr hoch ist, beziehungsweise die Local Difficulty. Breitet sich Feuer schnell aus. Deswegen würde ich eigentlich brennende Blöcke wie Leaves, ihr seht es jetzt, oder auch Holz nicht empfehlen, um ein Portal zu gießen. Nehmt lieber feuerfeste Blöcke wie Stein. Ihr könnt natürlich auch Dirt nehmen, aber Stein werdet ihr wahrscheinlich auch öfter haben. Ihr seht, der Block wird halt einfach weggebrannt. Und wenn das passiert, ist es halt etwas ärgerlich. Wenn ihr nicht schnell genug wart,
und der Block weggebrannt ist, wird hier halt alles mit Wasser voll sein. Deswegen nehmt einfach Stone. Insgesamt braucht ihr übrigens 7 Stone, um das hier alles zu vollziehen. Ihr setzt einmal den Stein zum Setzen. Dann baut ihr den ab, dann wird er wahrscheinlich verbrennen. Und dann 3 zum Hochbauen und zum Setzen und 2 dafür. Also insgesamt 7 Blöcke. Ups, ja. Schon bereit. Also das ist wirklich die schnellste Möglichkeit, um in den Nether zu gehen. Es gibt noch eine etwas langsamere Möglichkeit, die zeige ich euch jetzt. Aber wenn das quasi alles ist, was ihr sehen wolltet, verabschiede ich mich ab hier. Und die noch die etwas sicherere Möglichkeit und die etwas, naja, anfängerfreundlichere Möglichkeit sehen wollen, sollten jetzt dranbleiben. Was ihr dafür braucht, sind wieder irgendwelche Blöcke. Hier ist es relativ egal. Dann macht ihr eine 2x3 Grube, baut ich 3 oder 4 Blöcke hoch, setzt ganz oben Wasser und jetzt müsst ihr einfach nur zum Lavasee gehen und alles einsetzen. Ups. Ihr seht, das Portal ist etwas größer und es dauert alles etwas länger, weil ich halt immer wieder zum Portal hinlaufen muss. Hat aber den Vorteil, dass es erstens leichter ist. Und zweitens, das Wasser euch nicht in den Lavasee fließen kann. So, dann setze ich... Ups. Da habe ich verkackt. Hier ein. Ich glaube, es etwas weiter oben zu setzen, aber ist nicht schlimm. Also ihr seht, es geht. Dauert wesentlich länger. Sieht allerdings auch ein bisschen schöner aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist zum Speedrun. Aber zum Speedrun würde ich euch auch einfach dieses Portal empfehlen. So. Und dann wird euer Wasserblock gelöscht, wenn ihr nicht hoch genug wart. Aber funktioniert genauso schön. Sieht auch ein bisschen besser aus. Auch ein bisschen ordentlicher. Allerdings, wie gesagt, ist es nicht so wichtig beim Speedrun. Und ja, dann seid ihr eigentlich auch schon ready, um in den Nether zu gehen. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Lasst ein Abo da und teilt es mit euren Speedrun-Freunden. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Speedrun-Tipp-Video.